einen freut, des anderen leid. Der Frosch, ich weiß nicht, ob man noch sieht, der freut sich auf jeden Fall. Aber ja, wir haben wieder mal schönes Regenwetter und ja, jetzt haben wir Gott sei Dank hier diese Erhöhung. Da kann es halt auch nicht so wirklich reinlaufen, aber wir werden sehen. Da kommt anscheinend einer von der Gemeinde und schaut. Keine Ahnung, wo der herkommt, auf jeden Fall. Aber eigentlich müsste es ja hier auch reinlaufen. Ja, da läuft es ja auch schon rein. Okay, hoffen wir mal, dass wir keine Überflutung kriegen. Wach vom Regen hier. Show me the picture vom Eu. Hier unsere Köchin, da schaut es, das ist auch in Kamala, ein reißender Fluss. Alles ist bebaut, die Sechsel am Berg natürlich auch. Also the mountain, everywhere building, 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 of course. Where the water should go. It looks horrible. Und wenn das natürlich jetzt hier noch weiter steigt, dann... kann man nur schauen, dass es hier nicht reinläuft. Dass es erst nach hinten läuft. Aber da müssen wir vielleicht überlegen, sogar Erhöhung noch reinzumachen darüber. Ja, aktuell mache ich nochmal ein Video. Wie man sieht hier, Kamala ist überflutet wieder mal. Ich denke nicht, dass es ins Lokal reinläuft, weil es ist Ebbe. Also es geht in Richtung Ebbe, also die Erfahrung der letzten Jahre oder vor 2 Jahren hat gezeigt, dass es bei Ebbe nicht reinläuft. Aber was natürlich ist, da drüben, da ist ja so ein Abflussloch, das haben sie damals nach der Überschwemmung aufgemacht, ist seitdem auf, da ist nichts mehr passiert. Und wie man sieht, läuft da nichts ab und es, ja, auf der ganzen Straße läuft es nicht ab. Aber ja, Füße waschen kann man sich natürlich jetzt gut. Man sieht auch da vorne, da ist es noch nicht unter Wasser. Das war ja das letzte Mal auch alles voll hier, als es dann reinlief. Aber es schaut noch einigermaßen okay aus. Unser schwarzes Auto habe ich dahinter. Und ja, wie man sieht, schöner Fluss hier. Jetzt hoffe ich mal, dass es beim Walter nicht reingeregnet hat. Bis um 12 Uhr regnet es noch laut Wetterbericht, ob das stimmt, sei mal dahingestellt. Und ja, bis um 12 Uhr ist auch Low Tide. Um 12 Uhr fängt dann wieder die Flut an. Also wenn es dann aufhört, ja, dann ist es okay. Aber die müssen auf jeden Fall mit den Abflüssen was machen. Weil wenn wir jetzt wieder Überschwemmung kriegen, das fällt ja nicht mehr aus. Dann würde ich irgendwann mal das Handtuch schmeißen, weil wenn man jedes Tag überflutet wird, jedes Jahr, alle 2 Jahre, dann macht das keinen Sinn mehr. Das ist schon ein wenig deprimierend, da richtet man sich das her hier die ganze Zeit. Und dann sowas. Where are the thing for the water to swipe? Es läuft so hinten auch voll. Also es ist ein Wahnsinn. Ne? Ich renoviere hier, ich bin jetzt schon ein wenig deprimiert. Weil, wie gesagt, schau mal, wie das jetzt steigt hier. Die ganze Abwasser, die ganzen Berge versiegelt. Es wird gebaut und gebaut. Ja, kein Wunder. Alles hier scheiße, auf Deutsch gesagt. Ja, also ich hätte damit nicht gerechnet. Wenn es bei Ebbe jetzt sogar schon überflutet, dann kannst du es ja echt vergessen. Naja, da brauchen wir nichts mehr machen. Meine Fresse. Schön, der neue Kühlschrank, der steht da, der ist noch gar nicht eingestellt, der kriegt gleich eine Taufe hier. Alles ein Wahnsinn. Der Wahnsinn ist ja der Dreck, das Wasser wäre ja gar nicht so schlimm, das alles wieder zu putzen.
Danke an diese Gemeinde, dass alles verstopft ist hier. Und wie gesagt, es ist nicht einmal Flut und wir kriegen Überschwemmung. Das ist ja Wahnsinn. Da muss man die Elektrizität da. Ich habe gerade den Schrank hier repariert von der letzten Flut. Sind wir noch gar nicht fertig. Aber nein. Put the fight up mod. Everywhere. In the one is in here, look. Fight up. Everywhere. Fight up. We have something inside here or not? Okay. So, innerhalb von 2 Jahren, ja, wie überall halt, also ich glaube jetzt nicht, dass es am Global Warming liegt, sondern eher am Versiegeln, weil alles versiegelt ist. Als ich hier in Kamala ankam, da waren ja fast keine Gebäude, aber jetzt hier ist mit diesem Wahnsinn. Und das bei Ebbe, also das ist unglaublich. Da hingestellt. Ich hoffe ja, dass jetzt das einigermaßen sicher ist. Da drüben ist noch nichts. Also wenn es nicht schlimmer wird wie letztes Jahr oder vor 2 Jahren, dann müsste es reichen. Aber es regnet ja kaum. Es tröpfelt nur noch. Hier ist halt alles, die ganze, das funktioniert halt nichts mehr. Funktioniert nichts. Die ganzen Abflüsse in Kamala, alle zu, zumindest bei uns hier. Aber auch hinten im Dorf, wie gesagt, da ist ja auch wieder reißender Fluss. Klar, die Berge, kann es nur noch einmal sagen, es wird alles bebaut. Naja, und dann, okay. Auto abgesoffen, beide. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr raus tun, das Wasser ist zu tief. So. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht noch irgendwo hier reinstolpe. Sicherungen sind raus, da dürfte nichts mehr passieren. Aber ja, es ist schon eine richtige Scheiße. Wie gesagt, gerade so einigermaßen fertig, dass man sagt, jetzt ist alles mal wieder auf einem Level von der letzten Verflutung noch und jetzt steigt das Wasser schon wieder so hoch. Schaut mal her, ist ja knapp noch höher wie das letzte Mal. Alles voll Müll hier. Also da verliert man natürlich die Lust. Hier sieht man jetzt mal die Tide. Also wir sind fast am Tiefstand. Und die letzten Male habe ich eigentlich beobachtet, wie wir das zweite Mal überschwemmt wurden. Da war ich ja hier und habe mir all die Tide angeschaut. Und als dann, da waren wir natürlich an der High Tide. Und diesmal waren wir ungefähr hier, als es angefangen hat. Also keine Ahnung, warum das jetzt so dementsprechend stark war und warum es nicht abgelaufen ist. Aber wahrscheinlich, wie gesagt, alles versiegelt und alles verstopft. Aber die Erfahrung hat eigentlich gezeigt, dass wenn es Low Tide ist, das ist dann kein Problem, es ist dann nicht überschwemmt. Und ich bin halt dann aufgewacht und dann habe ich gedacht, okay, ist Low Tide, wird wohl nicht überschwemmen, nur ein bisschen Wasser stehen, aber da habe ich mir halt getäuscht. Also auch das, auch darauf kann ich mich in Zukunft nicht verlassen. Es ist so, wie es ist. Es ist natürlich durch das, dass gestern Vollmond war, ist das Wasser nicht so tief bei der Low Tide. Müssen wir mal sehen, wie es überhaupt am Meer ausschaut. Das spielt alles immer eine Menge Rolle. Ne? Da hat man zum Beispiel, sieht man ja, ist das Wasser viel weiter unten bei der Low Tide wie am Vollmond. Vielleicht hat das auch einen Grund. Also es ist sogar bis zu unserer ersten Stufe hier. Und das Komische ist ganz klar, es geht gar nicht zurück.
das Wasser. Also das ist schon seltsam, finde ich. Ne? Weil es ist ja Low Tide und es hat als Regen aufgehört, aber ja. Ja, schau her. Man muss da noch aufpassen. Ne? Wie soll ich nicht aufpassen, habe ich gleich wieder die nächste Knieverletzung. Ja, ich wollte ja gerade runtergehen. Ich habe es gelassen, weil es ist bis zur dritten Treppenstufe zu uns hoch überschwemmt. Ich wohne ja noch nicht lange hier, sonst hätte ich es bei meinem Haus, keine Ahnung, wo wir früher gewohnt haben, ob es da auch überschwemmt. Ja, da hat es das letzte Mal auch überschwemmt, aber nicht ins Haus rein. Das ist ja alles okay, wenn jetzt Wasser wegsteigt. Wenn es ins Haus geht, den Keller haben wir nicht, ne? Sonst wäre der jetzt total Land unter. Aber das reicht schon jetzt hier. Man sieht ja, die Autos sind abgesoffen. Gefiederten Freunde oder gefällten Freunde. Gefällten, also das heißt mit Fell, nicht die gefiederten. Die schauen sich das natürlich jetzt auch an und überlegen, was da los ist. Und sind froh, dass sie nicht da unten irgendwo absaufen müssen. I hope the other car is still okay, I hope. I don't know, I cannot. Hallo. Chai. Chat. Das ist halt dann auch so, wenn die sich unterhalten, die verstehen sie halt da oft nicht richtig, weil die halt auch nicht aus Thailand sind. But the other two cars are okay. No, yeah? Not okay. Also underwater, totally. Underwater already, but not so. Yeah, high only the this. Wheels, huh? Yeah, yeah. Ah, yeah. Lulu, hallo! Der schwimmende Hund. Wo ist er denn? Hallo! Ah. Ah. Nein, you help Lulu, come, you help him, you put him up somewhere, you, we have to put him up, otherwise he drowned. Lulu, come on. Lulu. Where we put him, let's see. Put over there in the other, I show you. Put on the big table, on the new table. Go on the big table. Die haben alle Spaß. And the, put him on the table, ja. Lulu, gerettet. Gott sei Dank bist du nicht abgesoffen. Okay. I think you but over there okay, ne? Mami named him here, I think. Ah, he can go up the steps also, he should be okay. Also der Lulu lebt noch, ich weiß nicht warum er jetzt am Tisch, hat er wahrscheinlich gedacht, falls es noch höher steigt. Das passt nicht. Mutter sei beinahe auch Tine, ja? Anyway. Macht den Eindruck, als wie wenn es jetzt abfließt, aber irgendwie kommt zu viel nach. Ja, jetzt wollen sie sich ja hoffentlich was einfallen lassen hier, die Gemeinde. Noch mal so Eindrücke. Ich habe ja jetzt immer schön alles festgehalten, wie schön wir alles so langsam hergerichtet haben und wie es halt so ist. Ne? Unverhofft kommt oft. Gestern war es der Tanita nicht gut, heute geht es wieder ein wenig besser. Aber dafür haben wir eine Flut. Ne? Schau ja, wenn ich schon da bin, schau jetzt auch mal rüber. Das ist auch schon wurscht. Ach, da sind die Jalousien nach unten. Brauche ich also nicht reinschauen.
alles sauber gemacht die letzte Zeit und alles hergerichtet. Und gut, hier haben wir noch nicht gestrichen, das wollte ich jetzt auch noch machen. Da oben, ja, das Dach ist abgedichtet soweit. Aber was hilft das Dach abdichten, wenn es von unten kommt, gell? Da hilft das Dach abdichten auch nichts. Ach ja. So, we drink Whisky, ja? Scheiße. Ja. Es klingelt auch noch mal Wecker. Schaut euch mal das Scheiß an. Weißt du, wenn es nur klares Wasser wäre, ne? Da wäre es ja okay. Aber was da wieder alles drin schwimmt, hey, das weiß ja keiner. Namturm. Ja? Schöne Scheiße. Aber so viel hat es ja gar nicht geregnet eigentlich, ne? Es hat doch nur heute Nacht geregnet. Es war ja alles trocken. Ja, ich habe heute Morgen um 7 Uhr habe ich geguckt. Da war noch alles okay. Und dann bin ich ja am Fernseher sitzen geblieben. Und auf einmal kommt der Schlamm in die Wohnung. Wahnsinn, oder? Ich hab mein Sohn gesagt, schau mal, wie hoch das war. Bis hierher, jetzt ist das Podest ja schon so hoch. Schau doch mal her. Ja, ja, bis dahin. Wahnsinn. Zweite Stufe hier. Die Mauer von der Linie da kaputt. Welche Mauer? Da. Wasser hat sich gedrückt, dass die Mauer kaputt gegangen ist. Von uns hier, vom Zimmer? Hinter mir. Nein, meine. Die Mauer da. Ja. Ja, und der Pico hat mir gerade erzählt, irgendwo hinten bei dem neuen Big C, da ist irgendwer, einer von den Flüssen da, von den Klongs, und da ist auch eine Mauer schon ewig kaputt und deswegen hat es das Wasser da rausgehaut. Na? Aber gut, die Abflüsse hier, die sind ja alle verstopft. Ja, die haben auch Müll nicht aufgeräumt. Ja. Das steht schon monatelang mit Müll, mit alles in Abfluss und alles. Aber Hauptsache, sie bauen mehr in den Bergen, ne? Ha? Walter ist auch flattet, klar. Tust du halt die Töpfe alle hinstellen wieder, ne? Die scheiß Plastiktöpfe da, das kannst du auch alles vergessen. Brauchst natürlich Betontöpfe. Hätte ich auch nicht gedacht, dass dieses Jahr schon wieder überschwemmt. Ne? Die Selina ist schlau gewesen, die ist noch. Ja, die Fische. Sind es unsere? Side have to go out first, have to open all the shutter. Ne? And also on this side we have to open. Ne? And then when, what's her name come? Jenny, she can put inside. How many we have of this? We have yeah more. Ah, wenn das jetzt dann noch einmal passiert, dann ziehe ich, da gehe ich zurück. Deutschland, ich komme, ich gehe in die Politik, mache einen auf Bürgergeld und dann gehe in irgendeine von diesen Parteien. Weil mit Arbeit hat es ja keinen Wert, Geld zu verdienen. Na? Beide Wiener Bauch. Nein, die, ne? Schaut euch das an, die Sauerei hier. Schaut, wie dick der eingeschleimt ist, der Tisch auch. Und hier alles voll mit Schleim. Ich gehe jetzt dann mit dem Jens einen Kercher kaufen. Ich hoffe, dass es noch welche zu kaufen gibt, weil es hat ja überall auf Phuket mehr oder weniger. Da war Ozean drüber und der hat es runterkaut auf einmal, so ungefähr war das. Hier sind auch schon die Helfer der Gemeinde da, also auf jeden Fall tut sich wenigstens was, aber
Das letzte Mal war ja dann auch die Armee, die Navy hier und hat mitgeholfen. Aber ja, schaut es euch an. Ha? Huh? Only one, what? In the last flood 2 years ago, I buy 5. They all buy Leo. I don't know. I really don't understand this. I buy a lot before. Huh? How can they always disappear? We only need them for the flood. And then what they do with this all the time? We have at least 5. I buy a lot before. 2 years ago, we have a flood. I buy I don't know. We never use them. Hier funktioniert sogar die Ampel, Jens. Hä? Ist so geil. An der Hauptstraße scheint nichts passiert zu sein. Aber hier hinten schaut es euch an. Scheiße. Auf Deutsch gesagt. Ja, das ist nur, weil die Kanalisation, da funktioniert halt nichts. Ne? Ich hoffe, dass der noch ein paar so Schieber hat. Soll ich meinen Rucksack gleich reinschmeißen oder bist du erstmal los? Nix mit Sauna. Wollten wir heute früh in die Sauna Pustekuchen. Ja, ich glaube, Sauna brauchen wir heute Abend. Aber was ich nicht verstehe, ne? So, jetzt kaufen wir die Schieber da. 4 Stück. 2 Hammer, das wird dann reichen. Hier ist Hochbetrieb. Ja, okay. 1000, ne? Mhm. Kopf und Karp. So, zum Wasserwischen. Ja. Nochmal, wenn man mit der Kamera S24 ins Licht geht, schalte die ganz langsam um, oft muss sie ausschalten, dass es funktioniert. Also sollte eigentlich die S23, da war das nie. Wie gesagt, ich brauche Informationen, was? Also auch hier war es überschwemmt, wie man sieht, ne? Der ganze Schmodder hier. So, jetzt ist ja wieder ein bisschen niedriger normalerweise, ne? Hoffe ich mal. Schaut euch an, wie es hier ausschaut. Ist das einer von unseren Töpfen? Nee. Hier, wer Gefrierdrohnen braucht, gibt es jetzt wieder alles umsonst. Cha cha, with long tau, better than cut. When you cut, you cannot walk. After you are like me, cannot walk, no good. Get long tau. You can look some old... My Mibanha, cha cha, but what do you do if I have a geo or a nail? Chap, ne? Yeah, I understand you are right, but also right about a long tau. You look, we have long tau in the back, you can use. So, Jens, wir holen jetzt einen Karcher. Ne? Was sagst du zu dieser Überschwemmung, die uns heute passiert ist? Also ich habe wirklich nicht damit gerechnet, weil wir fahren ja jetzt gerade hier durch Phuket, das ist ja alles trocken im Prinzip. Das ist alles trocken, ja. Es fängt jetzt, man sieht noch graue oder wie sagt man, trockene Rasenflächen, also die noch nicht wieder grün sind, weil es ja noch gar nicht so viel geregnet hat in der Regenzeit. Ne? So viel Regen war das nicht gewesen. Und wie gesagt, ich bin da zur Kokosnuss gegangen und bis zum Bauchnabel habe ich im Wasser gestanden. Bis zum Bauchnabel. Und ich bin ja heute Nacht, ich bin ja um 4 Uhr, habe ich dich ja, weil ich nicht schlafen konnte. Hab ja Regen, okay, es hat geregnet. Bei mir ist ja das eine Dach, da ist auch was undicht, da hat es ab und zu mal wieder Tropf gemacht, dann war wieder alle 5 Minuten Tropf. Und dann, okay, müssen wir jetzt auch irgendwann mal machen, aber es geht ja nicht durch die Decke, es tropft halt ein wenig, wo das herläuft, weiß ich nicht. Und ich hätte mit jedem gewettet, es kommt keine Überschwemmung. Wirklich. Ich habe mir das Deutschlandspiel angeguckt. Irgendein deutscher Idiot hat mir mitten um 2 Uhr oder um 3 Uhr morgens eine SMS geschickt. Davon bin ich wach geworden, habe das Fernsehen angemacht und habe das Deutschlandspiel angeguckt. Ja.
und habe mich gewundert, dass es 0-0 ist und kein Spieler auf dem Platz ist, weil in Dortmund hat es so stark geregnet, dass sie das Spiel abgebrochen haben, oder vielmehr unterbrochen haben, dass sie nicht spielen konnten. Ach, da bei dem Spiel jetzt, wo die Deutschen dann gewonnen haben? Ja. Deutschland-Dänemark, ne? Da haben sie das Spiel. Also sind die schuld? Die Dänen sind schuld, das ist bei uns. Das Wasser ist von Deutschland in die Kokosnuss wahrscheinlich reingelaufen. Scheiße. Also das war sehr heftig da gestern Abend. Also jetzt wirklich, wenn ihr das Video, ich habe ja ein paar Shorts gemacht, das Video, das schneiden wir dann irgendwann einmal. Also ich, also innerhalb von 21 Monaten dreimal überschwemmt. Das ist heftig. Das ist heftig. Was das für ein Schaden ist. Das kommt da noch dazu. Jetzt alles neu hergerichtet, weißt du gerade. Ja. Du warst ja selber dabei, zum Teil, was ich alles eingekauft habe, hast du ja gesehen. Jetzt habe ich halt gedacht, jetzt gibt es noch einmal ein bisschen, ein paar Kleinigkeiten sind noch zu machen. Da kommt ja der Bau da noch einmal, der heißt Abbau. Und dann, ja, dann bin ich durch und dann kann die nächste Saison kommen, ne, und hoffentlich mal wieder richtig Geld verdienen. Ja. Und ich konnte ja die ganzen Jahre nichts investieren auch, ne, weil ich hatte ja gar nicht das Geld zu investieren. Ja. Jetzt war die letzte Saison okay, jetzt haust du wieder rein und jetzt wirst du gleich wieder, naja, die Füße weggeschlagen. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, wir gehen nach vorne, wenn wir bezahlen. Haben wir einen Kercher gekauft? Ja, ich muss aber was essen, ich habe noch gar nichts gegessen. Heute. Kercher gekauft. Also kein Kercher, sondern ein Hyundai. Oh. Ja, wir sind wieder mal diesmal im Homepro Baumarkt hier. Wasserpumpen ohne Ende. Was ist denn das da? So, zum Verkleiden. Elektrik, Wasser, alles da. Alles, was der Baumeister, Bob der Baumeister braucht. Bob der Baumeister. Hm. Besser wie nix. Kannst du nur schrittweise. Und die Wände halt, ne? So, so gut wie es geht. Ich bin sprachlos, wenn ich ehrlich bin. Okay, now. Ani, is it mad, ne? We can try to connect now. Now the pump D. Yeah, I change that. Okay, can change, but you know, I hope water coming, ne? No. Make this one, and then we connect the other one with the pump. Listen to me, please. Because Nam Nidnoi, very quickly empty. Ne? Or you can go, you have to go to this side. You can connect here, it's okay. Because you have Tank Nam, here only Panhalit. Ne? But you connect this better. Now this one, I help Jens with the water. Ne? And, oh. Nicht so stark, du kratzt dir die ganze Farbe weg. Du sollst mal ein wenig brennen. Von hinten nach vorne durchkehren. Und dass wenigstens dieser Raum, dass die Person den Raum hier noch fertig kriegt. Ja, aber du brauchst ja da auch den Pressure-Washer. Lass uns jetzt erstmal, weißt du hast da recht, ne? Aber wir haben halt nicht so viele Leute.
Und weiß ich nicht. Kommt ja auch nicht. Jeder hat eine andere Idee. Jetzt lass hier mal da drüben sauber machen. Da geht ja jetzt was. Die haben wir ja gerade abgezogen, alle von hier. Na, jetzt lass die mal da drüben machen und dann muss man schauen. Geht alles nur Schritt für Schritt. Ja. Klar, die sollen dann, kann ich dann zwei Leute rüber schicken. Jetzt müssen wir aber erst einmal halt, dass wir da drüben. Geht nicht anders. Nee, geht nicht. Du musst ja Platz schaffen, wo du das. Und der Presser, was, das sind ja Fliesen, das kriegen wir schon weg. Du musst ja Platz schaffen, damit du wieder rauf. Na, das Kunstwerk ist verbessert worden. Da sind jetzt noch ein paar braune Flecken drauf. Naja, das ist doch Naturkunst. Auch geil. Weißt du, das ist ja jetzt von der Flut. Passt. Wie ist das auch? Das, wenn ich es dir sage, das ist doch. Das ist ein schwarz-gelbes Ding und das ist von der Flut. Aber das war noch hier oben auf dem Polster. Das war da. Ach so, das war da. Das war, haben sie halt umgestellt dann. Ach, ich habe nicht mehr die Nerven dafür. Aber es wird ja schon langsam hier. Ach gut, die war ja oben gestanden. Sorry, the restaurant closed. And now they put this here again. The restaurant not open today. Maybe on Tuesday again. I doubt it that we can make it for the live music tomorrow. No, it was the nature needs rain. I still can see brown grass. No reason to be like that. Yeah. Even so, the hard rain. This is normally. I had this many, many times, but. Everything fucked up, all the building everywhere, now all the mountains they built, as your architect you should know. I read a thing that said someone put a wall in the Klong over there. Yeah, that Klong wall went down, obviously. It fell over? It fell over. Oh, yeah. Good. Yeah. Because that's what flooded up. I don't know, but whatever happened is crazy. And I mean, you know, that's so, like, a big job. Look how much shit I have. I know, it's horrible. And this is only part of it. This is the other part, no? Yeah. All the people around us all went under. Yeah. We were really lucky with our house. Last thing, we also didn't went under. Never? It only went up to the thing and then it stopped. Yeah, it was right on the edge. It's like that in the garden. But look, in the old days, they all make these Pfahlbauten, how you call it, on the pillar. This is how they used to build here. They know why. The rain is coming and it's going to flood. Yeah. And now, look what we do. We are all idiots. We make everywhere concrete and we build on the floor. Of course it's gonna flood. Yeah. When I come here the first time, 91 to Kamala by car, I drive this area and everything Muslim I didn't know. They look a little bit strange to me compared to the rest of Thailand. But they were all on these pillars. 91. This was a different scene. Yeah, huh? Sure. Yeah. There was no tourists here, no, but they all had these houses with pillars, so okay, no problem in the rain. Huh? Yeah, because of the rain? No, they used to keep the pigs underneath. The Muslims, sure. Well, okay, animals. No, I know, same last time. Was it? Yeah, it was right on the edge. That's what I was wondering. And I was so happy it didn't go in. Then I come here, now I live here, so... But I didn't react to it also, no? Because it wasn't raining all the time, because I was sure it's not going to happen. But today you didn't expect it. No, we react a little bit. My staff react more than me because it wasn't raining. It was only one rain. It's not normal. I mean, and this kind of rains we have very often. Yeah, it's not even heavy like September. Yeah. What are we going to have? 10 more floods or yeah, what? Yeah, that's what I'm asking you. Yeah. But then I give up, no? Abonniert unseren YouTube-Kanal. Danke. Super! Give me 5! Yeah!